So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smart Randomizer Nuzlocke Challenge. Oh yeah. So, wir sind jetzt in Gravity City wieder angekommen, haben die Wasserstrecke überwunden und nun geht es weiter. Und wer jetzt denkt, ha, wir können mit dem Radweg jetzt nach Malinflow City. Nein, das tun wir nicht. Denn erstmal, ah, die roten Augen. Erstmal gehen wir wieder hier hin. Und zwar gibt es dort auch noch Trainer. So. Rein da. Dürfen wir hier eigentlich ein Pokémon fangen? Warte. Erstmal hier kurz die Tatsachen klären. Höhenmap, so. Route 103. Gut, wir haben hier schon. Oh, wir hatten hier Janma gefangen. Oh. Janma, nein, oh Janma. Warum musste Janma denn sterben? In diesem Fall ist er ja leider wirklich gestorben. Nun gut, sowas passiert eben bei einer Nuzlocke, aber das war Gonzales nicht gerecht. Weil Janmega schon ein cooles Pokémon ist. Ein ganz, ganz. Janmega ist ein tolles Pokémon. Und es ist schade, dass Janma sich nicht zu einem Janmega entwickeln konnte. Naja, egal. Eigentlich nicht egal, aber. Nun gut, wir müssen jetzt hier gegen die beiden Kollegen nochmal kurz kämpfen. Okay, wieso? Hä? Wieso sind die Level 15? Was ist das denn, bitteschön? Wollt ihr uns hier vollkommen verarschen? Das ist doch eine vollkommene Verschwendung von AP hier. Der wird zwar nicht ausreichen, der Windstoß, aber trotzdem, was ist denn. Meh. Das ist doch gar nichts. So, Level 33, aber trotzdem. So. Body Slam und nochmal der Windstoß. Aber der Windstoß kommt natürlich zuerst, weil Plüschi schneller ist. Und ja. So wäre das auch geschafft, wa? So, wer will denn. Oh, ein Slimog. Okay. Nett. Ja, ein Slimog ist ein cooles Pokémon, ne? Aber wir können es jetzt irgendwie nicht so ganz gebrauchen. Was? Und du stirbst nicht? Du Kackding stirbst einfach nicht. Ja. Nicht ganz so dolle. Oh, typisch. Typisch, Mann. Mega Man, warum? Warum, Mega Man? Jetzt müssen wir nochmal den ganzen Umweg machen. Das möchte ich irgendwie nicht. Aber egal, dann gehen wir noch kurz zurück. Können wir nochmal in die alte Stadt, in Old Dale Town, keine Ahnung, wie die jetzt auf Deutsch heißt, hieß oder wie auch immer. Ja, es ist schon einige Parts her. Das ist Part 27, muss man sich mal überlegen, ne, wie lange wir jetzt schon unterwegs sind. Aber egal. So. Dann gehen wir wieder da hoch und wieder ins Wasser. Aber nein, vorher wird es wahrscheinlich noch einen Janma begegnen. Nein, Vibrava, oh, okay. Hallo Vibrava, wir haben aber schon eins deiner. Wir haben schon eins deiner Kollegen gefangen, also insofern. Und ehrlich gesagt, wäre das echt nur AP-Verschwendung. So, insofern surfen wir erstmal wieder eine Runde. Well Riser. Und kommt wieder ein Slimog. Nein, darauf habe ich keinen Bock. Auch wenn es ein Level 5 ist, das möchte ich nicht. Dazu habe ich keinen Bock. Also, außerdem. Na, egal. Wegrennen kann man ja auch verschieden definieren. Wir sind eigentlich nur weggeschwommen. Und wieder du. Was willst denn du? Hey, verfolgst du uns etwa? Ah. Kannst du dich auf dem Wasser schneller fortbewegen, weil du dich dann irgendwie verflüssigen kannst oder was? Sogar noch weiter verflüssigen. Egal. Auf jeden Fall. Aha, gibt es ja hier auch noch das Rätselhaus. Oh ja, hier wartet eine neue Herausforderung auf uns. Ich habe natürlich gesehen.
Ja, tatsächlich. Man kann hier auch nochmal wieder reingehen. Ich hatte es ja bereits mal erwähnt. Und ich denke, es ist ein akzeptables Training, auch wenn die Level, glaube ich, hier jetzt noch ein bisschen gering sind, aber who cares? Max Revive, okay. Ein Top-Leber einfach mal gefunden, warum nicht? Auch wenn wir den nicht brauchen werden in der Nuzlocke. So, dann zeig uns mal, was du hast. Ja, das ist tatsächlich meine zweite Rätselhaus-Challenge, kann man praktisch sagen. Oh, 15, ja. Da sieht man, was er hat. Body Slam und da kommt gleich nochmal ein Body Slam und ratet mal, was danach kommt. Ein Body Slam, oh mein Gott. Ja. Das hier wird relativ schnell durchgenudelt sein. Dum, 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 dum. Ich glaube, er hat sogar noch eine weitere Herausforderung dann auf uns für Lager, also. Für uns auf Lager, so. So rum. Nicht auf uns für Lager, sondern für uns auf Lager. Kommt nochmal Mirabler raus, oder Mirabler. Ist ja klar, dass die hier im Rätselhaus auf Mirabler zurückgreifen. So, und Level 32. Ja, yeah, cool. Mega Man Level 32 erreicht. Was? Du entwickelst dich jetzt schon? Okay, so früh hatte ich es ehrlich gesagt nicht in Erinnerung, aber na klar, warum nicht? Ich meine, Megani ist ein cooles Pokémon. Ach ja, cool, ein Meganie. Lernst du irgendwas Neues? Nein. Schade, Schokolade. Also, wir sind stärker geworden, so. Wir müssen auf diese Schalter rauf und die machen dann einige dieser Falltüren, schließen die dann praktisch. Also ist das hier jetzt nicht nur stumpfes Zerschneiden oder Zertrümmern von irgendwelchen Gegenständen, sondern nein, das hier ist einfach nur irgendwo rauftreten. Ja. Oh, haben wir Reflektor gefunden. Aber leider haben wir schon ein Meganie, das dies bereits beherrscht. Also insofern jetzt nicht so notwendig. So. Hä? Ach, ich weiß schon, ich weiß schon. Oder? Ja, doch. Mann, 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 hier geht das schon zu. Du willst eine eigene Arena haben? Okay. Dann zeig mal, was du für Pokémon. Achso, okay, ist noch ein Schulkind. Okay, da darf man nicht allzu viel erwarten. Ein Knilzen, okay, oh, da habe ich voller Fähigkeiten ein bisschen Schiss, weil das könnte uns doch paralysieren oder vergiften. Okay, hat's nicht getan. Zum Glück. Spurenwirt, genau, die hieß Spurenwirt, die Fähigkeit. So, ein Papinella, das jetzt auch mal besiegt wurde mit einem Crit. So. Dann auf den Schalter und dann dürfte es das auch erstmal gewesen sein. Müssen wir noch den einen Trainer besiegen, wegbashen und naja. Also diese und noch eine weitere Herausforderung dürfen wir in diesem paar Tagen nicht schaffen. Ich denke, das ist jetzt nicht so die große Herausforderung. Und eine Wortwiederholung ist natürlich auch schön. Warum nicht? Mann, es sind bereits alle Löcher geschlossen, du Hong, und du fragst noch, welcher Schalter welches Loch schließt. Ach Mann, Mann, Mann. Immer diese Schulkinder. Ja, ich kann mich auch drüber aufregen, auch wenn ich selber noch zur Schule gehe, aber naja. So, das Trassler besiegt, aber gut. Also ich glaube, eine Pokémon-Trainerschule würde, wenn es sowas in Real Life gäbe, eigentlich kaum eine besuchen, oder? Ich meine, wenn man dort zumindest das vermittelt bekommt, was jetzt man hier in den Spielen bereits erlebt. Ich meine, vielleicht so eine Pokémon-Schule für Competitive Gaming, aber sonst. Sonst, naja. Ja, der Trickmeister, der Rätselmeister ist klug, mussten wir jetzt raufschreiben. So, was kriegen wir jetzt? Wie letztes Mal war es ein Sonderbonbon, jetzt bekommen wir einen Timerball. Okay. Auch nett, weil dessen Fangrate nimmt mit
der Dauer des Kampfes zu. Also, ich persönlich mag ihn ziemlich gerne. So, klatsch. So, dann müssen wir einmal raus. Und dann wieder rein und können direkt die nächste Herausforderung annehmen. Okay. Wir haben natürlich gesehen, wo das herkommt. Ja, ja, wir sind sehr, sehr klug. So, dann geh mal nach hinten, alter Mann. So, wir gehen natürlich rein und wir sehen, es hat direkt was mit der Trimrod zu tun. So, klatsch. Und auch hier dürften die Level eigentlich nicht allzu hoch sein. Würde ich jetzt so mal so behaupten. Da sehen wir jetzt ja an Kekleon auf Level, na doch, 24 geht. Das geht. So, ein Kratzer, aber das kratzt uns nicht. Hahaha, toller Wortwitz, ich weiß. So, Justin besiegt. Und... ja, hier gibt es auch solche Schalter. Tada. Und dann werden auch eben einige Trainer aufgedeckt und einige wieder verschlossen. Und so was eben. Aber da du wahrscheinlich ein Gestein-Pokémon auf Lager hast, bist du natürlich nicht so effektiv mega hier. Ups, 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 Mann. So, jetzt aber. So, Kollege, mit dem breiten Grinsen setzt ein Kleinchen ein, dass wir das mal den Surfer zu spüren bekommen. Und das nicht zu schwach. Alle ab. Ach, Georock, hey, Mann, wie geht's, altes Haus? So, Level 34 für Wallowitz hier. Nosepass. Ach so, Nassgnet. Nassgnet. Hallo Nassgnet, lang nicht gesehen. Ist schon ein bisschen her, ne? Aus der ersten Arena, weißt du noch? Wo hier unser Nidoking Steve aufgeräumt hat. Ja, ja, das haben wir immer noch im Team, ne? Ich befürchte sogar, dass wir es irgendwann rausnehmen müssen. Leider, leider, leider. Aber das werden wir dann ja sehen, falls es irgendwann soweit ist. Da ist ein Item, da will ich ran. Ach, du beginnst dich bereits schlecht zu fühlen. Warum denn? Nur weil es hier so verwirrend ist. Okay, für uns ist es nicht sehr verwirrend. Oh, Nineko. Oh. Es war so direkt. Oh. Okay, Wallowitz sollten wir gleich mal austauschen. Das wäre sicherlich nicht verkehrt. So, Kaching, weg mit dir. Und dann hast du noch ein... oh, ein Wablu. Ich mag Wablu. Ja, Wallowitz wird natürlich auch in der Flugarena zum Einsatz kommen. Oder zu Einsatz. Weil er irgendwie noch Rora-Strahl hat und der... killt die Flug-Pokémon eben ziemlich effektiv. Ziemlich effizient. Okay, so kann man es vielleicht besser ausdrücken. Ziemlich effizient. Warum sind wir denn grausam? Das ist die Gerechtigkeit des Schicksals, dass wir einfach bessere Pokémon haben. So ein Netzball für Pokémon auf geringerem Level, aber der lohnt sich mittlerweile irgendwie auch nicht mehr. Und da haben wir wieder den Dieb, wieder den Raub gefunden. Ist ja nicht so, dass wir das schon hätten, aber nun gut. Okay, dort müssen wir hin, aber dort dürfen wir natürlich nicht hin. So, ja. So, lernen wir das wieder auswendig und ich hoffe, wir haben jetzt irgendwie hier keinen Gegner übersehen oder so. Nee, aber ich glaube, das sind immer drei Gegner pro Dingens, Bummens. Ach man. Gehen wir eben wieder dahin zurück. Und überlegen, wie wir da denn gut hinkommen. Okay, das ist schon mal blöd. Wie sieht's damit aus? Hm, auch nicht viel besser. So kommen wir da auch nicht ran. Müssen wir halt wieder zu Anfang zurück. Klack.
Warte, du? Nee, du bist nicht richtig. Wie sieht's mit dir aus? Na, so weit so gut, so weit so gut. Nein, verdammt. Hier ist zu Anfang gar noch einer, oder? Nee. Blöd ist das. Muss ich vielleicht hier irgendwie... Ja, okay. Okay. So, was kriegen wir jetzt? Eben war es ein Timerball auf einen Sonderbonbon und jetzt... Hearthstone. Ich glaube, das ist einfach nur ein Item, womit man Gesteinattacken verbessern kann. Ich weiß jetzt allerdings gerade nicht so. Kann man kurz nachgucken. Hearthstone, ja, verbessert Gesteinattacken. Ach ja, die Musik ist creepy, verwirrend. Na, nicht creepy, aber irgendwie ein bisschen TCG-Time auf dem Sack mit der Zeit. So, gehen wir nochmal rein, ob er vielleicht noch eine Challenge für uns hat. Ja, tatsächlich. Wo war er nochmal? Ja, genau, dahinter war er. Ja, Mann, zum Glück wusste ich das noch. So, Trick House, oh yeah. Neue Challenge für uns. Ich glaube, das war sogar mit Stärke, oder? Ja, es war mit Stärke. Oh, blöd, jetzt haben wir gerade das, Rick nicht dabei. Weißt du was, dann holen wir eben Rick. Das würde ich in diesem Part schon noch irgendwie so gerne machen. Zumindest in diesem Part. Dann wird der Part vielleicht ein bisschen zu lang, aber was soll's. So. Dann wird Frau Traum mal auf die Box wandern. So, wir bewegen Pokémon. So, du kommst mit. Ach. So, Frau Traum. Kommt dahin. Du kommst natürlich bald wieder mit uns, mit Frau Traum. Also, keine Angst. Rick ist kein dauerhafter Ersatz für dich. Nur hat er eben die Stärke. Und die brauchen wir. In diesem Fall. So, ich gehe mal davon aus, dass wir so 5 Minuten dauert. Dann wird der Part maximal... Ja, maximal 25 Minuten. Weil, ja, wahrscheinlich wird es auch wieder ein bisschen länger dauern. So, hier müssen wir jetzt aufpassen, dass wir uns jetzt hier irgendwie nicht verrollen, sag ich jetzt auch mal. So. Eine Kämpferin. Oh, da kam... Na, okay. Oder hast du noch genügend AP? Ist eh egal. Ist eh egal. Wir versuchen es einfach. Wir versuchen es einfach. Mal sehen, auf welchem Level die jetzt sind. Vielleicht ist es jetzt sogar mal akzeptabel. Weil eben war es auch schon okay, aber... Okay, 27. Das wird uns doch schon eher gerecht. So, Mega Man, du schaffst das. Da-da-dum-dum. Oh, sogar ein Crit. Sehr nice. Sehr nice, auf jeden Fall. So, was kriegen wir hier? Rückkehr. Ah, okay. Rückkehr. Ich glaube, dass... Na, nee, doch nicht. Ach ja, die Musik. Die Musik, Mann. Makuhita. Das wird wahrscheinlich mehr als nur einen Body Slam aushalten. Jupp. Na, da kommt auch schon der, oh, ich hab den Namen vergessen. Auf jeden Fall eine ziemlich nervige Attacke. Irgendwas mit Arm, glaube ich. Aber es ist doch auch egal. Level 33. Und der lernt immer noch nichts Neues. Ich fände es schön, wenn du mal langsam was Neues erlernen würdest. Yuji! Setzt Maschok ein. So, Klatsch. Oh, nicht mal die Hälfte. Ja, Schokolade, das war der Geowurf. Ah, oh, das geht.
Aber eine Vergeltung wäre jetzt trotzdem nicht ganz so nett. Na, aber die Paralyse. Die Paralyse kommt. Das ist nett. Alright, der Karateschlag. Und wieder der Body Slam. Oh yeah. So. Haben wir das schon mal erledigt? Auf Balance UG, ja klar. So. Und zwar kommst du jetzt mal hier dahin. Wallowitz kommt dorthin. Und Blüche kommt jetzt mal an die Front. An die Front. Ich denke, ihr könnt euch denken, wieso. Ja, tolle Formulierung, ich weiß. Geschickt wie immer. So, lernen wir wieder den Satz auswendig. So. So. Ja, passt schon. Oder? Ja, auch anders geht's ja nicht. Anders geht's ja nicht, Mann. Gut. So, Carpels, oh yeah, Carpels ist cool. Ach, ich hab euch halt nicht gerechnet, dass ein Carpels kommt, aber egal. Ach, ich hätte auch die Windhose einsetzen können, die wäre vielfach effektiv gewesen, aber egal. Dum, 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 dum. Oh, schon vorbei, oh mein Gott. So, klatsch. Ja, und du kommst dahin und dann hätten wir das auch schon gelöst. Trickmaster ist cool. Ist ja das, ist ja cool. So, was gibst du uns jetzt? Ein Rauchball. Der senkt, glaube ich, auch so die Genauigkeit der Gegner, wenn er getragen wird. Aber gut, wir haben ja schon das Blendpuder insofern. Ich meine, ganz nett, aber wir haben schon das Blendpuder, das Mighty trägt. Und ich finde, Blendpuder hört sich auch irgendwie ein bisschen besser an als Rauchball. Weiß nicht, ich verbinde mit Blendpuder irgendwie ein bisschen mehr. Hat er noch eine Challenge für uns? Nein, hat er nicht. Okay. Dann gehen wir eben ganz kurz wieder Rick gegen Frau Traum austauschen. So. Obwohl, wir können auch gleich mal zum Radweg. So. Weil wir müssen da jetzt eh erstmal den Radweg wieder überwinden. So. Allerb. Denn im nächsten Part geht es wieder in unerkundete Gebiete. Und wir nähern uns der sechsten Arena wieder. Also was heißt wieder? Dort geht es dann auf den Weg zur sechsten Arena, zur Flugarena. Ich persönlich freue mich schon drauf. Und das solltet ihr, denke ich mal, auch tun. Also. Marvin Flow City. Nee, Marvin Flow City war's. Mann. Ah, Wald. Ach, stimmt. Das kommt ja auch noch. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Nächster Part kommt erstmal noch eine andere Quest. So eine Art Quest, wenn man das sagen möchte. Also, nächstes Mal wird erstmal mit Walter gesprochen, was der denn überhaupt will. Und das sehen wir dann im nächsten Part. Okay, noch einmal kurz Frau Traum austauschen. Weil Rick brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht mehr. Ja, der Move Pokémon. So. Du darfst wieder mitkommen. So. So. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.